So, jetzt mache ich ein Geekbench Test auf drei Samsung Tablets. Das Samsung Tab 2 auf der linken Seite, hier so, das Samsung Tab 2, das Samsung Tab 3 und das Samsung Tab 7.7. So, Geekbench. Der hat ein 1,01 GHz, Texas Instrument OMAP 4430 mit Android 4.4, Marx Marwell 1,21 GHz, das ist ein Samsung Chip, da ist auch ein Samsung Exynos 4210 mit 1,4 GHz, Dual Cores alle. Na dann run. Run, run, run. Der ist schon auf 24%. Also ich kann vom Benutzen her sagen, dass das Tab 3 das schlechteste ist, was in der Mitte ist. Sehr schlechtes Tablet. Das rechte Tablet ist schon bei der Hälfte. Also mit dem Tab 3 hat Samsung einen Flop. Weil das Tab 2 hier auf der linken Seite ist sehr stabiler. Na, hoffentlich haltet mein Akku aus. Ich sehe gerade, dass der Akku von meiner Kamera ziemlich schwach ist. Also von der Kamera, vom Fotoapparat. Prozent, 53 und gleich fertig. Na, da hat er schon mal gewonnen, das Samsung 7.7 Tablet. 419 im Single Core und im Multicore 755 Punkte. Ja, die Ergebnisse unterhalb. Das wird auch der Sieger sein, wenn man mich fragt. Ja, der hat nur 290 zu 545. Hier die restlichen Ergebnisse.
der Lektor in der Stab 3. Stolz. Sehr langsam. Also, wo ja die 1,2 GHz, wo die sind, ist fragwürdig. Also, das Tab 3 war ein Fehlkauf. Würde ich nicht mal geschenkt nehmen, wenn mir das jetzt auch einer anbietet. Naja, dass die Ergebnisse sprechen für sich. Es ist sogar langsam, also schlechteres Ergebnis wie das Vorgängermodell. Das muss man sich mal nachdenken über, was die da gemacht haben eigentlich. Und da der Vorgänger. Also normalerweise sind die also neueren Modellen sollten ja besser sein, ne? Was man hier nicht sagen kann. Phänomenal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Video. Und ihr abonniert mich. Danke nochmals und viel Spaß bei meinen weiteren Videos.